Herzlich willkommen zu gar.tv. Heute gibt es mal wieder was aus dem Dutch Oven und zwar dieses leckere Beef Rendang. Das ist ein indonesisches Schmorgericht. Ich sage mal ganz gerne indonesisches Pulled Beef dazu. Das Rezept kommt von meinem Schwager Robert, der hat indonesische Wurzeln und der wird uns heute zeigen, wie man authentisches Beef Rendang, was eigentlich ein Wokgericht ist, im Dutch Oven zubereitet. Wie das Ganze genau geht, seht ihr im folgenden Video. Viel Spaß! Als Fleisch für unser Beef Rendang brauchen wir Rinderschmorfleisch. Ich habe jetzt hier ein knappes Kilo falsches Filet und ein Kilo Rinderkeule. Was ihr da am Ende genau nehmt und wie viel wovon, ist eigentlich egal. Wichtig ist nur, dass es Schmorfleisch ist, was schön zäh ist und was man schön lange schmoren lassen kann. Als weitere Zutaten benötigen wir Kokosmilch, milde Zwiebeln, Meersalz, Knoblauch, Tamarinde, Galangal, Ingwer, Zitronengras, Koriander, Palmzucker, ungeröstete Macadamianüsse, Kurkuma, Chilis, Lorbeerblätter und Limettenblätter. Die Zutaten bekommt ihr alle im gut sortierten Asia-Supermarkt. Die genauen Mengenangaben findet ihr wie immer am Ende des Videos. Wir bereiten unseren Rendang heute im Petromax FT9 zu und als Kohlen benutze ich die Cococo Cubes von McBriquette. So, unser Dutch Oven heizt jetzt erstmal auf. So, unsere Gewürze haben wir jetzt bis auf das Zitronengras, die Limetten und die Lorbeerblätter komplett zerhackt und zu einer Paste verarbeitet. Beginnen tun wir aber mit der Kokosmilch, die wir jetzt als erstes in den Dutch Oven geben. Unabhängig von dem Rezept hier solltet ihr auf jeden Fall so viel Kokosmilch benutzen, dass am Ende das Fleisch komplett bedeckt ist. Das lässt sich ja im Vorfeld schon abschätzen und wir tun jetzt ja auch noch mal ein bisschen dazu. Die Kokosmilch wird jetzt hier erstmal erhitzt. Ziel ist, dass die Milch erstmal aufkocht, aber nicht flockt und sich nachher in ihre Bestandteile trennt. Kokosmilch immer wieder umrühren. Wir wollen, dass sie langsam kocht, aber eben nicht ausflockt. Die Zitronengasblätter werden noch etwas platt geklopft. Sind nicht zermahlen oder komplett zerhackt, sondern nur so angeklopft, dass die Flüssigkeit besser austreten kann. Nachdem die Milch etwas erhitzt wurde und anfängt zu kochen, kommen die Zitronengrasstangen und die Lorbeer sowie Limettenblätter in die Kokosmilch. Anschließend kommt die Paste mit den gemahlenen Gewürzen dazu. Das Ganze wird dann schön miteinander verrührt und weiter köcheln gelassen. Bis die Kokosmilch eine gelbbräunliche Farbe annimmt und das Kokosöl anfängt sich von der Milch abzusetzen. So, unser Fleisch haben wir jetzt hier zerschnitten und zwar in große Stücken, also auf keinen Fall nur Gulaschwürfelgröße, sondern deutlich größer. Das Ganze zerkocht nämlich nachher und wir wollen am Ende keinen Brei haben, sondern noch kompakte Fleischstücken, die wir dann allerdings auch leicht zerteilen können. Das heißt, wir schneiden jetzt große Stücken und tun die jetzt, sobald die Kokosmilch kocht, in den Topf rein. Wenn sich das Öl, so wie hier zu sehen, schon von der Kokosmilch absetzt, dann ist es Zeit, das Fleisch dazu zu geben und das werden wir jetzt tun.
Beim Befüllen unbedingt darauf achten, dass alle Fleischstücke komplett mit der Kokosmilch bedeckt sind. Denn wir wollen ja, dass die Fleischstücke in der Kokosmilch schmoren. Als nächstes nehmen wir gut die Hälfte der Kohlen, die jetzt noch unter dem Dutch Oven liegen, dort weg und legen sie oben auf den Deckel, um dann auch ausreichend Oberhitze zu haben. So, und dann schauen wir mal rein. Sehen da, es simmert leise vor sich hin und genau so soll es sein. Und so lassen wir das jetzt die nächsten Stunden. Und damit ist es Zeit fürs Grillbier. Heute bei der Mega-Hitze wieder ein schönes Borsches Kosviertler. Das haben wir uns jetzt verdient. Zum Wohl. So, inzwischen sind 3 Stunden vergangen. Wir werfen mal einen Blick in den Dutch Oven. Also das Ganze ist schön am Kochen. Das Ganze ist jetzt in etwa auf einer Stufe, wie man Curry zubereiten würde, aber da hätte man natürlich das falsche Fleisch dafür. Das heißt, unser Fleisch ist hier natürlich noch lange nicht gar und wir möchten auch, dass die Flüssigkeit wesentlich mehr einreduziert. Also lassen wir das Ganze einfach weiter köcheln. Ich habe jetzt nach 3 Stunden mal die Kohlen gewechselt und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. So, jetzt sind dann 5 Stunden rum. Wir schauen wieder. Ja, und jetzt sehen wir, hat sich schon deutlich Öl abgesetzt. Das Fleisch ist teilweise auch schon richtig weich gekocht. So wollen wir es im Prinzip am Ende auch haben. Nur darauf achten, dass es nicht zu sehr breiig am Ende wird. Wir lassen das Ganze jetzt hier auf jeden Fall noch einige Zeit weiter köcheln, denn wir wollen, dass der Palmzucker schön karamellisiert, dass das Fleisch am Ende richtig dunkel wird und dass das Öl aus der Kokosmilch richtig ins Fleisch einzieht. Nach 6,5 Stunden ist das Fleisch hier nochmal deutlich dunkler und vor allem mürber geworden. Wir nehmen jetzt die ganzen grünen Zutaten, das heißt das Zitronengras, die Limettenblätter und die Lorbeerblätter aus dem Dutch Oven raus. Das Beef Rendang ist heute eins der beliebtesten Gerichte in Indonesien und es stammt ursprünglich aus der Region Padang in West-Sumatra und aus der Gegend der Minangkabau. Das ist die größte Ethnie auf der Insel Sumatra. Und was sehr interessant ist, sie sind mit über 3 Millionen Angehörigen die größte heute noch existierende matrilineare und matriarchalische Kultur der Welt. Dort herrscht ein strenges Matriarchat, das heißt, da haben die Frauen das Sagen. Alle Häuser, Reisfelder, Kühe und so weiter gehören dort von Generationen an den Frauen und werden auch an diese weitervererbt. Dennoch sind die Minangkabau strenge Muslime, das heißt, sie haben also eine patriarchalische Religion und eine matriarchalische Kultur. Tja, und die Männer sind dann wahrscheinlich fürs Essenkochen zuständig. Wer jetzt glaubt, hier Parallelen zu erkennen, diese sind rein zufällig und nicht beabsichtigt. Ja, und dann nach 7 Stunden, zum Schluss dann nur noch mit schwacher Hitze, ist unser Beef Rendang fertig. Schaut es euch an, es sieht jetzt richtig gut aus.
Wir nehmen den Dutch Oven jetzt vom Feuer und dann können wir anrichten und essen. Ja, und ihr seht schon, das Fleisch ist absolut zart und mürbe. Pullen braucht man da gar nichts mehr. Das zerfällt quasi von selbst. Ja, und ich muss sagen, Beef Rendang schmeckt einfach nur unglaublich lecker. Das zarte, in der Kokosmilch geschmorte Rindfleisch mit den Zutaten im Palmzucker karamellisiert hat einen unglaublich guten Geschmack. Es braucht natürlich eine gewisse Zeit, das zuzubereiten, aber das ist ja bei Pulled Beef und Pulled Pork und den klassischen Barbecue-Gerichten auch nicht anders. Probiert es also auf jeden Fall mal aus und überrascht eure Gäste mal mit einem Beef Rendang. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann teilt es gerne weiter, erzählt euren Freunden davon, besucht mich auch in den sozialen Netzwerken und ansonsten freue ich mich wie immer über einen Daumen nach oben, einen freundlichen Kommentar und natürlich ein Abo. Bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Alex.